Hey, und da sind wir wieder zurück mit James, wenn er sich gerade mal bewegen würde. Danke. Und wie laut ist das? Das ist sehr laut. Jetzt eine Frage. Also wir müssen entweder aufs Dach oder was war das andere? Aufzug klappt ja nicht. Nee, warum finde ich eigentlich immer mehr in meiner Tasche? Ich hatte 4 Stück drin und jetzt, das war schon der 6. Das sind die, die ich nicht essen kann. Sie finden immer mehr Bonbons in ihrer Tasche. Sie hat eine Bonbon-Sammelstation in ihrer Tasche. Ja. Handtasche. Ach, und das ist deiner immer noch. Ja. Hast du ihn dir jetzt genommen gehabt, nachdem ich vergessen habe, die einzugeben? Wie wäre es mit drauf? Ja, aber ich hatte einen besseren gefunden bei mir. Ach so. Einen kräftigeren, der schöner aussah. Ja. Du fandest doch einen leichten rosa. Ich weiß, aber dann hatte ich den benutzt und fand es dann nicht mehr so schön und habe bei mir, weil ich sowieso andere Farben brauchte, auch nochmal geguckt. Mhm. Dann hatte ich dann auch einen rosa entdeckt und es war schöner. Mhm. Das ist dritte. Floor, second floor. Third floor, nicht second. Second ist zwei. Zweite. Ich werde aber anstatt floor immer was anderes sagen, weiß ich jetzt schon nicht mehr, was ich sagen wollte, aber. Das ist wie bei mir letztes. Musste ich unsere Cousine ständig fragen, was Staircase übersetzt heißt. Staircase, was das übersetzt heißt. Ja. Weil ich ihr irgendetwas vorgelesen habe? Das Gitter ist schon weg. Ja, dann warst du das schon. Was? Also, Leiter, auf mich zu verarschen. Die Leiter verschwand gerade kurz. Mhm. Da kann ich nicht hoch. Kann ich hier durch die Tür? Mhm. Schlüsselverrohr, den kannst du nicht öffnen. Gut. Dann musst du wohl doch nochmal einfach in den dritten Stock. Also kannst du doch, hast du das Buch hier schon aufgehoben? Nein, ich habe das Tagebuch noch nicht. Ich hatte es das letzte Mal nicht gefunden. Dann kam ja schon der Pyramidenhut direkt. Der liegt auf dem Boden. Ist das ein Tagebuch? Nein, das ist dein Arsch. Vielleicht. So, Kinder, heute lesen wir eine Geschichte. Es war einmal der 9. Mai. Regen. Den ganzen Tag aus dem Fenster gestarrt. Friedlich hier, nichts zu tun. Darf immer noch nicht nach draußen. 10. Mai. Regnet immer noch. Ich war kurz mit dem Arzt. Hätten sie mich nicht gerettet? Wenn ich keine Familie zu ernähren hätte, ich weiß, dass ich erbärmlich bin. Schwach. Nicht jeder kann stark sein. 11. Mai. Wieder Regen. Die Mets haben mich heute krank gemacht. Wenn es mir nur unter Drogen besser geht, wer bin ich denn dann überhaupt? 12. Mai. Immer wieder immer Regen. Ich will niemanden mehr Ärger bereiten, aber ich bin so oder so eine Last. Kann es wirklich solch eine Sünde sein, zu rennen statt zu kämpfen? Einige werden das sagen, aber sie müssen nicht mein Leben leben. Das ist vielleicht egoistisch, aber so will ich es. So ist es zu schwer. Es ist einfach zu schwer. Lies 13. Mai. Ich lese immer schnell vor. Ich werde immer schneller, so wenn ich lese. Ja. 13. Mai. Es ist schön draußen. Die Ärzte haben mir gesagt, dass ich entlassen bin, dass ich nach Hause gehen muss. Ich. Fertig. Hier hört das Tagebuch auf, es gibt keine weiteren Anträge. Hör auf, mich zu kitzeln. Ja, okay. Nee, mein Controller, das Kabel. Ja. Wie kommt das Tagebuch hier oben hin? Fragt ein Pyramidenhut. Ja, oder so. So, wo willst du hin, James? Da, wo du nicht hin willst. Ja, wir wissen irgendwie, wir können in einem Fluss stehen, ich sag rechts, er geht links. Dafür ist meine Nase zu, dafür ist es heute nicht hier. Ich habe hier verständnisvoll gelesen, geschrieben, aber jedes Mal lese ich verständnislos. Ich lese wirklich jedes Mal verständnislos, weil hier verständnisvoll, verständnisvoll steht. Und es mit ohne Brille da von da aus lesen. Du hast 4 Minuten 24 jetzt. Gut. Ich wollte es nur sicher gehen, Entschuldigung. Ich kann es lesen. Ich muss. Darf Yoshi nicht mitsehen? Nein. Ich muss schon ein Stückchen weiter entfernt sitzen, damit ich es nicht mehr lesen kann. Pause und Aufnahme kann ich auch noch so gerade lesen. Ja. Ja, steht aufnehmen. Und dann habe ich meine Brille dabei. Sehr schön. Ich dachte hoch. Ich muss hoch. Ich habe sie doch so. Ach, du bist im dritten Stock. Ich bin im dritten Stock. Ich habe sie doch so umgebracht. Ja. Ich will auch mal einen großen Yoshi haben. Du musst aber auf die andere Seite. Oder einen Kirby. Weißt du aber, dass du auf die andere Seite musst? Weißt du noch, wo das Dings ist?
Lagerhaus, Raum, weißt du, was ich meine? Hier dran vorbei und dann die zweite Tür. Entweder die oder die zweite? Die zweite war es. Da gibt es keine zweite. Okay, dann war es die. Das ist mir nämlich. Schön liegen sie hier immer noch. Schloss ist wohl kaputt, ich kann es nicht öffnen. Das war's aber! Ach, oder ist das der zweite Stock? Das sind die Gummizellen. Hast du die Gummizellen schon? Hier mal in der Mitte. Oder? Da ist ja das Rätsel. Da war ich schon. Ich war hier schon. Die andere. Ja. Also die vorletzte, die dritte. Das sind nämlich vier Gummizellen. Wir haben keine. Mitte. Mitte ist für mich immer die. 3, 3, 3, 3, das haben wir schon. Das hat 8, 9, 9, 3, 6. Ja. Ist das vielleicht das nächste Rätsel für die Schlösser an dieser komischen Box? 9936. Ich meine ihn. Achso, dreh, die haben wir doch schon. Achso, dreh, haben wir schon. Okay. Die haben wir schon an der Box gelöst. Ja. Und ich weiß immer noch nicht diesen einen dummen Code, den wir uns merken sollten, seit Anfang, wo wir hier im Krankenhaus sind. Und, das war doch immer an der Schreibmaschine, oder nicht? Ja. Musste in den ersten oder zweiten, ich glaube eher zweiten Stock zurück. Gut. Gehen wir dahin. Musst du sowieso in den zweiten Stock, weil guck mal da bitte, ob da das Lager. Der Lagerraum ist. Lagerhaus. Ja, ich will mein Lagerhaus sein. Weil guck mal auf deine Karte, das ist ja eingezeichnet. Ja, jetzt habe ich ja endlich eine falsche Taste. Und das ist die falsche Taste, da ist die richtige. Ich kann es auch anders machen. Da unten wäre es gewesen. Ich kann es auch so machen. Momentan bin ich im Treppenhaus. Auf der dritten Etage, aber immer. Zweite da. In den auch nicht auf. Warte, gehen wir mal hoch. Der geht auch nicht auf, aber das ist Storm. Das ist Storm. Dann hast du noch nicht die Aufgabe gekriegt. Ja. Das geht aber, glaube ich, auch nur mit Maria. Geh noch mal dahin, wo du Maria verloren hast. Im das dritten Stock. Dritte Stock, nicht zweite? Ja. Da, doch, da. Wo der Speicher ist. Ja. Muss der drittvorletzte Raum. Viertvorletzte, nicht drittvorletzte. Muss aber genau nochmal hier rein. Ich muss mich nur drehen, ohne dass Murphy. James die Treppe runterfällt. Er kann sich auch so drehen auf der Stelle. Ich kann es nicht mit ihm. Ich weiß nicht mal, wie das geht, aber es geht. Bei ihm habe ich ja sowieso so Probleme zu steuern. Ist auf jeden Fall vor dem Bett. Das weiß ich. Stören meinst du hier? Nein, vor dem Bett. Da ist ja das Bett. Da stört. Das war ein Raum davor. Jetzt mal aufhören. Ich will immer Murphy sagen. Nein. Murphy hat mich so geschädigt. Du bist jetzt dahinter. Ja, ich würde zählen. Abzählen. Mach das ist dann wahrscheinlich eins. Nein, das ist eins. Eins. Zwei. Drei. Drei. Nicht gegen die Wand rennen. 3, 4. Okay, dann hier ist nicht bei dir. Bei dem Raum, wo du sie verloren hast, das war das mit dem Medici, das du aufgehoben hast. Ich dachte, das wäre das gewesen. Nein. 5 Stunden 18 spiel ich schon an diesem Spiel. Wer weiß, wie viel noch auf der anderen Speicherkarte ist. Und du musst bedenken, dass ja auch noch Zeit von mir mit drin. Ja. Also wir sind schon so ähnlich lange in diesem Spiel und ich komme nicht voran. Überleg, wie lange ich gebraucht habe. Über 10 Stunden? Warte, welche Tür kann ich denn noch? Die vorne, die 3. Ja, die 3. Und der ist in den letzten Raum, da komme ich auch rein. Weiter. Das ist die 7 gewesen, die ich gesehen habe. Ja. 5. Dann ist das das Traum. Nachdem die letzte Folge. Ach, du musst Laura finden. War es nicht das? Ja, stimmt. Ich musste Laura finden. Weißt du, wo sie ist? Nein. Ich auch schon. Im Garten. Weißt du? Okay. Erdgeschoss oder ersten wirklich? Bei dir weiß ich das nie. Ich weiß. Ich schätze mal ersten. Wirklich ersten. Komm, ich helfe dir schon. Ohne es zu sagen, da musst du nicht auslappen. Ich egal. Dafür habe ich es nämlich vorgespielt. Ich habe es auch einmal gesehen als Let's Play, aber egal.
Ich nicht. Ich auch. Ich habe bei dir ja teilweise geschlafen. Du hast es auch genau fertig gekriegt in der Zeit, wo ich krank war. Ja. Aber dieses Spiel war so geil. Ja, genau. Ich habe fast jeden Tag gespielt. Ich weiß. Und genau so lange war ich krank. Ja. Ich habe irgendwie anderthalb Wochen dafür gebraucht. So lange war ich krank? Ich hatte wirklich lange für dieses Spiel gebraucht, wenn du überlegst. Da wo du aber rein musst, da geht die Tür nicht auf. Über. Du musst nämlich den Aufzug. Oder? Hier gehen ja die Räume allgemein alle nicht auf. Du hast noch nicht alle ausprobiert. Ja, laut der Karte habe ich noch nicht alle ausprobiert. Dann probier aus. Gut. Da ist sie hier irgendwo. Vielleicht in den Duschen. I don't say anything. I know. Bist bei 10 Minuten. 11 Minuten jetzt, genau. Gut. 3 Minuten haben wir noch. 3? 5. 4. Jetzt hast du es aber. Ja. Das war das allererste, was ich gemacht habe, wo ich das Spiel angefangen habe. Ich auch. Wo ich das erste Mal hier drin war, hatte ich es auch gemacht. Da hatte ich die Karte noch nicht. Ja, das war ja das auf der anderen Speicher wahrscheinlich. Und das war auf dem. Auf der anderen Speicher. Haben ja jetzt zwei Speicherkarten schon besetzt. Da kommen wir ja nicht hin. Muss ich gleich den zweiten hoch und einen Aufzug da benutzen. Und wenn den zweiten überhaupt den Aufzug benutzen? Ich habe keine Ahnung, ich lerne das nie. Da komme ich ja rein, da weiß ich. Okay. Alle Türen zu. Wirklich? Hast du auch die hier probiert? Die hier funktioniert nicht, die ist als zu eingezeichnet. Die habe ich nicht probiert. Ist sie wirklich als zu eingezeichnet? Das ist immer so, da atmet es. Da. Die ist es nicht gekrisselt. Gekrisselt ist immer zu. Okay. Ich zähle das auch als zu. Sie ist abgeschlossen. Hör auf zu atmen. Das hieß in den anderen Silent Hill-Teilen immer, es kommt was. Nein, da atmet es einfach nur. Das ist gruselig, oder? Wie gesagt, es hieß in den anderen Silent Hill-Teilen immer, da kommt was. Du hast noch 2,5 Minuten. In Murphy hieß es, es kommt was. In Alex hieß es, es kommt was. Ja, wir haben uns in ein paar Minuten, anderthalb vielleicht, ein ganzes Stockwerk angesehen. Wo ist der Aufzug? Weißt du doch. Da. Elevator. Der Elevator. Nein, tut sich nichts. Wo ist ich den dritten? Guck dir bitte die Karte nochmal an. Und geh mal auf Großansicht. Fällt dir was auf? Ja, so war es so. Und da unten der Aufzug. Aber der ist ja abgeschlossen gewesen. Ich habe da einen Schlüssel. Ich irgendwie kamst du da ran, du musst ja dran. Ich schreibe mich jedes Mal vor diesen Stühlen. Die ersten paar Male habe ich mich davor erschreckt, aber dann nicht mehr. Okay, so weit bist du also. Erst. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht sein. Ich hatte aber noch einen anderen Schlüssel. Wie ich den schon benutzt habe. Wie es scheint. Das Ding anscheinend noch nicht benutzt. Das ist aber auch noch nicht das mit dem. Nein, habe ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, wo ich das finden muss. Muss jetzt gleich ausmachen. Okay. Noch Viertelminute. Dann sagen wir auf Wiedersehen und wir sehen uns bei der nächsten Folge im Treppenhaus wieder. Bye bye.